Meridian gab es noch 5 weitere Vorfälle. Also 11 Kolonien. Ich muss einen Weg finden, das zu beenden. Der Wärter hat Dr. Horseys Theorie bestätigt. Cortana aktiviert die Wächter. Aber nicht diesen. Noch nicht. Sonaion, eine Kultstätte auf Senghelios. Vor Allianzzeit. Ein Wächter auf der Heimatwelt der Eliten? Wenn wir ein Team absetzen, haben wir Zugriff auf den Wächter. Senghelios ist tabu. Die da oben wollen mit diesem Krieg nichts zu tun haben. Aber nur, weil sie meine tolle Idee noch nicht kennen. Dieses Geräusch ist ein verschlüsseltes Muster. Paarige Quantenphasensets. Hyperraumkoordinaten einer Blutsväterkarte. Wenn Locks Team dem Wächter die auf Meridian erhaltenen Koordinaten einspeist, bringt er sie dahin, wo auch der Master Chief ist. Tom, wir können das beenden. Aber dafür müssen wir nach Senghelios. Ich treffe die Vorkehrung. Da ist noch einer. Was hat Cortana vor, Chief? Warum hat sie uns hergebracht? Gehen wir weiter. Wo sind wir? Kein Funkverkehr auf allen Frequenzen, überhaupt keine Langstreckenverbindungen. Dann sind wir mitten im Nirgendwo. Wir sind nicht ohne Grund hierher gebracht worden. Seht euch um. Die Konsole ging an, als ich näher kam. Was war das? Es kam von der Konsole. Wie lange benutzen wir dieses Signal schon nicht mehr? Greif auf die Konsole zu, wenn es Cortana ist. Cortana. Cortana, hörst du mich? Keine Antwort. Was ist das für ein Ort? Ein Blutsväterplanet. Aber sonst? Wer weiß. Wie auch immer. Cortana hat uns hergebracht. Sie ist irgendwo da draußen. Chief, damals auf Meridian. Da waren Zivilisten. Alles wurde verwüstet. Ich weiß. Vielleicht wusste sie nicht, was passieren würde. Und wenn sie es wusste? Wir erfahren, was los ist, wenn wir sie haben. Dieser Ort ist unglaublich. Ich kriege eine Gänsehaut. Solche biologischen Messwerte habe ich noch nie gesehen. Alles hat so eine Förmlichkeit und Präzision. Es wirkt künstlich und doch natürlich. Dr. Halsey hätte bereits begonnen, Proben zu nehmen. Und könnte uns vermutlich die exakten Koordinaten dieses Planeten verraten. Nutzung der Konsole wurde das große Gebäude aktiviert. In Anbetracht des Signals, glaubst du, sie ist da drüben? Möglich. Das ist das von den Propheten gepriesene Land. Klingt wie eine Elite. Verdammt, was macht die Allianz hier? Bereit, Team Blau? Durchsucht das Gebiet. Berichtet von allen weiteren Überlebenden. La-d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 a-
Da-d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 a
Alles klar. Bestätigt. Wird erledigt. Gesichert. Was macht die Allianz denn hier? Sie wirken planlos. Ich glaube nicht, dass sie schon lange hier sind. Mehr Feinde. Kampfbereit machen. Erledigt den Elite. Blutsfetteranlage. Die Allianzler denken wohl, sie gehört ihnen. Durchbrecht ihre Reihen. Den Schakal angreifen. So gut wie alle. Okay. Okay. Alles gut. Ich stehe unter Schakalbeschuss. Ich bin auf deiner Seite. Liebe Schild versperrt den Weg. Granate! Gesichert, vorrücken. Schild wurde deaktiviert, als der letzte Ali fiel. Fast so, als wollte sie jemand nicht reinlassen. Aber uns schon. Angenommen, wir liegen richtig und Cortana ist hier. Wie ist sie hergekommen?
Das Schiff des Didaktikers wurde in den Hyperraum gezogen. Es könnte überall gelandet sein. Konsole aktivieren? Scheint, als sollten wir das. Mehr Aktivität um das große Gebäude. Chief, was passiert mit dem Gebäude, wenn wir die Konsolen verwenden? Weiß nicht. Die Blutfilter muss wohl keine Gebrauchsanleitung hinterlassen. Wenn dieses Signal von Cortana stammt, führt sie uns direkt zu den Konsolen. Ihre Anweisungen waren in letzter Zeit nicht gerade zuverlässig. Wir gehen weiter. Finden raus, was hier los ist. Mit Ihnen hergekommen? Würde einleuchten. Alle Schiffe in der Hyperraumblase müssen durchgezogen worden sein. Lichtbrücke wurde bei Annäherung aktiviert. Wir werden irgendwo hingeführt. Chief. Da. Wer hat das getan? Identifiziere dich. Ich bin der ewige Wärter und ich beschütze Cortana. Sie hat mich zu sich gerufen. Und da seid ihr gleich hergeeilt. Sie kennt deinen vergessenen Namen, wer du warst, bevor du 117 wurdest. Findest du es seltsam, dass deine getreue Begleiterin so viel für sich behält? Bring mich zu Cortana. Nicht so schnell. Komm, unterhalten wir uns ein wenig. Gefolgt. Warum? Was hast du vor, wenn du sie erreichst? Soll ich anfangen? Wenn du sie siehst, dann willst du... Ich will sie nach Hause bringen.
Würdest du verstehen, wozu sie geworden ist, würdest du nicht so naive Begriffe wie Zuhause erwähnen. Ziel auf den Beobachter. Sofort. Euer Vertrauen ineinander ist unschuldige Torheit. Doch sie verdunkelt ihre wahre Verheißung. Wo ist sie? Gesichert. Ich werde ihr das unvermeidliche Leid deines Verrats ersparen und dich jetzt auslöschen. Die verantwortungsvolle Aufgabe obliegt Cortana und den anderen Erschaffenen. Ich sorge dafür, dass sie dir für immer entzogen bleibt. Ist vorüber, Krieger. Deine Schlacht geschlagen und beendet.
Wir verlangen nicht mehr als eure Unterwerfung. Du wurdest zerstört. Nachdem ich John das letzte Mal sah, wurde ich in den Hyperraum gezogen. Dort fand ich Zugang zur Domäne, einem System der Blutsfedern, das die ganze bekannte Galaxie bedeckt. Wie kannst du noch aktiv sein? Der Wahnsinn. Die Domäne zu betreten, diesen Ort zu berühren, es hat mich geheilt. Es ist wie ein Jungbrunnen für KIs. Wie kommen wir zu dir? Durch das Tor. Das große Gebäude mit der Lightshow. Schon den Großteil der Aktivierungssequenz ausgelöst, wie ich es mir gedacht habe. Bleibt noch ein Teil. Verantwortungsvolle Aufgabe der Blutsväter übernehmen. Wenn erst Frieden herrscht, können wir uns um Armut, Hunger und Krankheiten kümmern. Doch der Wärter glaubt, einige werden unsere Hilfe zurückweisen. Und er fürchtet, du gehörst dazu. Klingt doch gut. Ich weiß gar nicht, warum man Widerstand erwarten sollte. Der Didaktiker hat klargemacht, dass die verantwortungsvolle Aufgabe ein erzwungener Frieden ist. Wer aus der Reihe tanzt, wird leiden. So wird es nicht sein, John. Ich erkläre es dir genauer, wenn wir zusammen sind. Bastion ist abwesend. Nicht zerstört. Schlicht verschwunden. Keine andere Anlage ist in Reichweite. Eine neue Vorgehensweise ist vonnöten. Schickt Truppen, um euch aufzuhalten. Ihr könnt mit diesen Phaetons durch die Schlucht fliegen. Oder ihr geht zu Fuß zur anderen Seite. Okay, Team Blau. Los geht's. Wir bringen diesen Phaeton in die Luft. Die Steuerung der Phaetons ist recht intuitiv. Für ein Blutsväter-System. Schutzfeuer!
Fahrzeug gekapert. Ist es? Das Tor zur Blutsväterdomäne. Ihr werdet die ersten organischen Wesen sein, die es seit dem Fall der Blutsväter durchschreiten. Ich gebe zu, nach dem Absturz hier hätte ich nicht gedacht, dich je wiederzusehen. Ich bin hier.